Verwenden die Ausdruckskraft ihrer Attacken. Hoffen wir, dass sie uns mit ihren Vorführungen den Atem rauben. Hoffen wir auf Enthusiasmus. Lass die Vorführung beginnen. Na gut, okay. Was haben wir denn? Ey, wir haben echt coole Attacken. Eros ist eine coole Attacke. Gelingt, wenn als erster vorgeführt. Ausdruck gelingt, wenn Kondition des Pokémons gut ist. Zeitweise Begeisterung des Pokémons kann Irritation durch andere verhindern. Geheimpower. Okay, er schützt sich. Gegenschlag. Die Coolness von Margarita war sehr gut. Er steigt in der Reihenfolge auf. Ja, es gibt da verschiedene Strategien, wie man möglichst viele Herzchen machen kann. Aber am besten ist es für einen Pokémon-Wettbewerb, einen Pokémon zu fangen, extra ein eigenes Pokémon zu fangen und ihnen auch quasi die passenden Attacken beizubringen, dass man eine schöne Kombi hinkriegt. Weil das hier, was ich jetzt mache, macht keinen Sinn, ja, weil, weil wir unsere Pokémon nicht ordentlich auf Wettbewerb vorbereitet haben. Ja, wir gehen jetzt total unvorbereitet vor und deswegen haben wir auch keine Chance. Aber ich zeige es einfach mal zur Demonstration. Wenn ihr wissen wollt, wie gesagt, könnt ihr gerne den Part anschauen, wo ich das gemacht habe in Rubin. Einfach cooles Votenzo auf YouTube bei mir eingeben, auf meinem Kanal. Suchfunktion, einfach cooles Voltenzo eingeben, dann findet ihr das passende Video dazu. Ist zwar ein bisschen älter, aber es ist nicht outdated, sagen wir es mal so. So, und jetzt kriegen wir volle 5 Punkte Begeisterung, weil wir jetzt das Publikum mit Coolness begeistern. Das war jetzt eigentlich mehr Glück als Verstand, aber okay. Jetzt sind wir Dritter. Gut. Machen wir mal. Nee. Fliegen. Nee. Okay, wir haben Eros bereits benutzt. Wenn wir es neu benutzen, kriegen wir Punktabzug. Machen wir Wunschtraum. Schwalbine an der Spitze engagiert sich noch mehr. Schwalbine enttäuscht durch Wiederholung. Trotzdem 4 Punkte. Die Aufmerksamkeit des Pokémons liegt auf ihm. Jetzt wird sich der anderen Pokémon mehr bewusst. Ja, jetzt schauen sie alle nur auf mein Pokémon. Und die Begeisterung wird dadurch nicht erhöht. Oh, das war ein fieser Hexer. Ja. Ja, niemand schaut mehr auf die anderen, weil mein Pokémon so begeistert ist. Eros. Ja, Schwalbinis Strategie ist in etwa, sich mit Agilität an die Spitze zu holen und dann Eros zu benutzen, um quasi an der Spitze Bonuspunkte zu kriegen. Es gibt aber auch Kombinationen, wenn man beispielsweise Regentanz einsetzt und dann im nächsten Zug Donner, dann kriegt man einen Kombinationsbonus. Also ich finde das mit dem Wettbewerb eigentlich ziemlich cool, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv mehr, extra ein neues Pokémon zu fangen, ihnen die passenden Themen beizubringen, Pokémon-Riegel zu geben, das habe ich alles schon gemacht, ja, deswegen verzichte ich in diesem Let's Play drauf. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So, es begeistert dann wahrscheinlich. Also Schwalbini wird, glaube ich, safe gewinnen. Jetzt räumt er sehr viele Punkte ab. Er schützt sich vor Irritation.
Ja, man kann andere Pokémon auch angreifen an seinen Herzchen, wenn man Angreifer Irritationsattacken einsetzt. Aber man kann sie auch schützen. Jetzt haben wir beispielsweise eine Schutzattacke benutzt. Das bisher unauffällige Makuhita gibt alles. So, ist jetzt vorbei. Ja. Ja gut, ich würde sagen, wir sind letzter, ne? Schwalbini ist erster. Glückwunsch an Schwalbini. Ja, keine Punkte. Gemini, zero points. Erinnert mich voll an den ESC. Ach ja. Das Leben kann manchmal hart sein, wenn man bewertet wird. Aber so ist es nun mal. So, Glückwunsch an Helena mit ihrem Schwalbini. Und ja. Das war's in Sachen Wettbewerb. Och nee, jetzt wird man auch noch interviewt. Du hast an einem Pokémon-Wettbewerb teilgestimmt, stimmt's? Du kannst mir doch bitte einiges über Pokémon erzählen. Ich bin Reporter, ich arbeite an einer Geschichte über Pokémon-Wettbewerb. Würdest du mir einige Fragen beantworten, muss ich dann wohl. Beschreibe mir kurz den Wettbewerb, an dem du gerade teilgenommen hast. Gefühle. Desaster. War ein absolutes Desaster, weil wir nichts geschafft haben. Ah, ich verstehe, das ist ein bewegender Kommentar. Man bekommt ein gutes Bild davon, wie dieser Wettbewerb war. Ich habe eine letzte Frage. Wenn du das Wort cool hörst, was für ein Bild hast du vor den Augen? Voltenso. Voltenso, das soll ein Rückblick sein auf das Pokémon Rubin Let's Play. Ne? Genau, Voltenso. Hm, das stellst du dir also unter dem Begriff cool vor. Dankeschön, du hast mir einige gute Ideen geliefert. Jetzt kann ich eine gute Geschichte über Pokémon beschreiben, vielleicht. Aber auch nur vielleicht findet sie ihren Weg ins Fernsehen. Ich hoffe, du schaltest mal dann ein. Und die Spülmaschine sagt, hallo, ich bin die Spülmaschine. So, bisher haben wir in diesem Part nicht viel geschafft. Aber wahrscheinlich sind wir schon im zweiten Part von dieser Session. Wahrscheinlich sogar schon im dritten. Sprechen wir mal mit Michael. Oh, hey, Psycho. Willst du auch einmal einkaufen? Ich habe eine Menge Puppen und Poster gekauft. Natürlich habe ich auch Pokémon gefangen. Und die ziehe ich geradezu vorbildlich auf. Ich habe eher Bedenken, dass du dich um deine Pokémon nicht richtig kümmerst. Ich werde gegen dich kämpfen. Dann sehe ich, ob du sie gut behandelst. Oh ja, kämpfen wir. Die Pokémon, die ich aufgezogen habe, sind mit Sicherheit unbesiegbar. Hallo, Maike, nun kämpfen wir wieder, jawohl. Oh, Tropius. Hey, Maike, ich würde dir auch mal... Du brauchst keinen Tropius. Denn für Bananen-Nachschub kann ich sorgen. Oh Gott, ey. Ja, ist gut, dass wir unser Gardevoir ein bisschen trainieren. Gardevoir ist im Prinzip unser Starter. Oh, hier kommt ihr Starter. Kampf der beiden Starter. Und sie hat immer noch keinen Gewaldro. So, erstmal hier Doppelteam. Schön so Speed erhöhen, dass wir nicht mehr getroffen werden können. Ja, Kreideschrei ist okay. Ba 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 ba. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir gegen Maike kämpfen. Oder kämpfen wir später nochmal gegen Maike? Ich weiß es gar nicht mehr. Alles vergessen. Ah, Verfolgung ist gemein. Weil die ist sehr effektiv. Aber egal. Weiter, Doppelteam. Irgendwann trifft uns dieses Pokémon nicht mehr. Autsch, Autsch, Autsch. Laubklinge tut weh. Okay, doch nicht. Egal, komm, weiter Doppelteam.
Ich lasse mich davon nicht irritieren. Aha, jetzt funktioniert der Doppelteam. So, einmal noch, dann maximalen Fluchtwert. Und können nicht mehr getroffen werden, so leicht. Genau, das meine ich. So, und jetzt nutzen wir die Gunst der Stunde, benutzen Gedankengut, sammeln unsere Kräfte und finishen alle ihre Pokémon weg. Genauso wie ich es auch in echt mit Maike machen würde. So, nächster Gedankengut. Ba 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 ba. Ja, ist okay. Jeder Attacke kann daneben gehen, während wir unsere Kräfte sammeln für einen finalen Angriff in Maikes Gesicht, Pokémon. Dieses Video ist jetzt offiziell ab 18. Ich hab's mal wieder geschafft. Ich spiele doch nur eine Rolle, verdammt. Die Rolle des verrückten Psycho. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel Gedanken gesammelt. Ich war mit meinen Gedanken gerade woanders. Aber das bilde ich öfters, wenn ich gegen Frauen antreten muss. So. Ich glaube, der Rest des Kampfes ist sehr, sehr langweilig, weil im Prinzip müssen wir nur noch mit unserer gesammelten Kraft angreifen. Kurz gesagt, alles wird ein One-Hit. Außer es kommt ein Psycho. Na, wobei, oh, Pelipper, das tut sowas von weh. Aber sowas von. Weil jetzt, ne, vierfach stark plus sechsmal den Angriff erhöht. Autsch, dieses Pelipper ist tot. Okay, jetzt noch nicht ganz, aber bald. Der nachfolgende Totschlag verzögert sich. Und zwar jetzt. So, viel Spaß beim Sterben. Ich glaube, selbst mit Level 100 würdest du es nicht überleben. Ich kann mich noch gut an unseren Kampf auf der Route 103 erinnern, Psycho. Dieser Kampf hat dir enorm geholfen, stärker zu werden, oder? Ja, aber sowas von. Ich überlege, ob ich bald nach Wurzelheim zurückgehe. Ich habe eine anständige Gruppe von Pokémon gefangen und mein Pokédex sieht immer besser aus. Ich gehe nach Hause und zeige das meinem Papa. Psycho, was wirst du machen? Alle Orden der Arenen sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern? Nun, während du deine Orden sammelst, ich werde weiter an meinem Pokédex arbeiten. Ich werde ihn eher vollständig haben als du, wetten? Bis dann! Ciao, Maike! Wir sehen uns in meinen Träumen. Okay, genug den perversen Verrückten gespielt. Erstmal die Pokémon heilen. Dann schauen wir noch einmal in den Pokémon-Markt rein und dann haben wir alles erkundet hier in Sega-Sulp City. Ganz schön groß ist die Stadt, ne? Noch nie haben wir so lange gebraucht für eine Stadterkundung in diesem Let's Play. Und da sind auch schon wieder so viele Leute. Ich kaufe etwas Schönes für meinen Azumarill. Weil es einen Wettbewerb gewonnen hat. Ach Gott, jetzt rennst du weg von mir. Heute wird mir meine Mama ein paar schöne Möbel kaufen. Ah ja. Willkommen im Einkaufszentrum von Sega-Sulp City. Dies ist die Pokémon-Lotterie. Alle Besucher des... Entschuldigung. Des Einkaufszentrums können einen Pokémon-Lottoschein ziehen. Wer die Nummer des Lottoscheins mit der ID-Nummer 1 deiner Pokémon übereinstimmt, gewinnst du einen Preis. Möchtest du einen Pokémon-Lottoschein ziehen? Ja, bitte ziehe einen Lottoschein. Der Lottoschein hat die Nummer 37436. Ich muss diese Nummer jetzt prüfen, um zu sehen, ob sie mit der ID-Nummer 1 deiner Pokémon übereinstimmt. Spoiler, nein. Tut mir leid, keine der Nummern stimmt überein. Bitte komm bald wieder. Immer wenn ich in das Einkaufszentrum gehe, endet das damit, dass ich 1000 Dinge kaufe, weil es so viel Spaß macht. Ja, das ist Kapitalismus. Nur den Kunden verführen, bis er sein ganzes Geld los wird.
Ich werde bald auf eine Alter, meine Stimme, ey. Ich muss hier so viele verschiedene...